Ort des Geschehens? Die Ausgrabungsstätte Jinja. Ein Schatz, wertvoller als Jade und Gold. Archäologen legen Gräber mit Tausenden menschlicher Knochenreste frei. Und alle weisen sie in südöstliche Richtung. Man fand die Skelette junger Männer. Aber warum sind ihre Hände auf den Rücken gebunden? Wurden sie geopfert? Wer waren diese Menschen unter den Ruinen von Jinja? Hatten sie einen mächtigen König? Warum ist diese Zivilisation untergegangen? Ich bin Dr. Agnes Shu, Archäologin und Direktorin des China-Instituts. Das müsst ihr sehen. Ein Stück Elfenbein. Ich will das Geheimnis der verlorenen Stadt Jinja lüften. Der gelbe Fluss. Viele glauben, dass er die chinesische Zivilisation erst möglich gemacht hat. Auf der Karte sieht man China im Jahr 221 vor Christus, zur Zeit der Vereinigung unter dem ersten Kaiser Qing. 1000 Jahre zuvor herrschte in der Zentralebene am gelben Fluss eine Dynastie von Königen, die Shang. Bisher glaubte man, dass die chinesische Kultur nur hier entstanden ist. Jetzt nicht mehr. Die Funde in Jinja zwingen Historiker und Archäologen zum Umdenken. Zeitgleich mit der Dynastie der Shang kommt eine andere Kultur zur Blüte. Dieses Königreich liegt eingeschlossen zwischen Bergen und Tälern im Sichuan-Becken. Als Archäologin interessiert mich, wer waren diese Menschen und wie haben sie gelebt? Über das Königreich ist wenig bekannt. Es sind keine Schriftzeugnisse überliefert. Was wir wissen, stammt aus den Texten anderer Kulturen. Dort werden sie die Shu genannt. Das moderne Chengdu steckt mitten im wirtschaftlichen Wandel. Über 200 der erfolgreichsten Firmen Chinas haben sich hier angesiedelt. Eine sehr alte Stadt, deren Wurzeln in Jinja liegen. Ich fahre nach Jinja, etwa 5 Kilometer vom Zentrum entfernt. Dort will ich das Geheimnis des vergessenen Königreichs der Shu lüften. Warum ist diese Zivilisation aufgeblüht und dann plötzlich wieder aus der Geschichte verschwunden? Woran glaubte dieses Volk? Kamen bei Ritualen Menschen ums Leben? Liegt hier seit Tausenden von Jahren ein blutiges Geheimnis begraben? Der Archäologe Zhu Zhangji geht diesen Fragen nach. Schon lange erforscht er die Geheimnisse von Jinja. Jeder Archäologe bekommt hier eine Gänsehaut. Erzählen Sie uns von der Entdeckung Jinjas. Es wurde tatsächlich zufällig entdeckt. Bei der Verlegung von Wasserrohren stießen Bauarbeiter auf unzählige Bronzegefäße. Das war am 8. Februar 2001. Wir entdeckten viele Relikte einer längst vergangenen Kultur. Wir konnten kaum glauben, was für Schätze vor uns lagen. Mit der Entdeckung von Jinja wurde der Traum eines jeden Archäologen wahr. Zhu fand mit seinem Team tausende wertvoller Artefakte. Jadedolche und Schmuck. Riesige Stoßzähne von Elefanten. Objekte aus Gold. Dieser Ort muss eine besondere Bedeutung für die Shu gehabt haben. Möglicherweise
war es eine Opferstätte. Ich wusste nicht, dass Jinja so groß ist. Können Sie uns zeigen, wie die Stätte erschlossen wurde? Auf dieser Karte sieht man die gesamte Ausgrabungsstätte. Das ist das Museum. Wir haben Jinja in drei Zonen aufgeteilt. Die Hauptzone ist am größten. Hier haben wir die meisten Artefakte gefunden. Jinja weist mehr als 10 verschiedene Bereiche auf. Der Palast und mehrere Opfergruben sind zentrale Punkte. Ich bin überwältigt. Aber meine Recherchen werfen immer mehr Fragen auf. So, Dr. Drew, wurden hier also Menschen geopfert? In den Ruinen von Jinja gibt es mehr als 2000 Gräber. Sie sind aber ziemlich klein und deuten nicht auf Menschenopfer hin. Wir können allerdings auch nicht ausschließen, dass Menschen aus rituellen Gründen geopfert wurden. Wenn wir ein größeres Grab fänden, könnten wir diese Frage vielleicht klären. 5. März 2001. Einen Monat, nachdem die Archäologen mit den Ausgrabungen in Jinja begonnen haben, machen sie eine erstaunliche Entdeckung. Eine 17 cm hohe steinerne Statue. Ein uraltes Gesicht voller Verzweiflung. Mit großen, leeren Augenhöhlen. Und breit gezogenem Mund. Die Hände nach hinten gebunden. Die Figur kniet, als würde sie sich ihrem Schicksal ergeben. Wenn ein Gesicht für menschliche Opfer stehen könnte, dann wäre es dieses hier. 12 solcher Statuen wurden in Jinja bislang gefunden. Sie liegen in einer bestimmten Anordnung, zusammen mit steinernen Tigern und Bronzescheiben. Welche Botschaft haben die Shu damit hinterlassen? Ich will wissen, welche Bedeutung die Statue für die Shu hatte. Dazu spreche ich mit Wang Fang, einer Expertin für die Artefakte der Shu. So, Professor Wang, warum war diese Statue so wichtig für das Volk der Shu? Die Figur kniet und die Hände sind mit einem Seil auf den Rücken gebunden. Die Haartracht ist auch speziell. Sie hat 2 Zöpfe hinten und einen vorne in der Mitte, der wie ein offenes Buch hervorragt. Wir gehen davon aus, dass diese Statuen der Verehrung gedient haben. Vielleicht stellt diese kniende Figur eine niedere Kaste dar. Es gibt aber auch andere Erklärungen. Möglicherweise gehörte sie einem Schamanen. Im Sommer gibt es oft Dürreperioden in dieser Gegend. Vielleicht hat der Schamane in einem Beschwörungsritual um Regen gebeten. Oder die kniende Statue symbolisiert ein Menschenopfer. Dieser Frage gehe ich nach und sehe mir einen Fund genauer an. Menschliche Überreste. In Jinja gibt es jede Menge davon. Ich möchte herausfinden, ob die Shu Menschen geopfert haben. Dazu fahre ich nach Anyang, damals die Hauptstadt der Shang-Dynastie. Hier ist die Opferung von Menschen gut dokumentiert. Professor Li vom Archäologischen Institut der Akademie der Sozialwissenschaften war an den Ausgrabungen aus der Shang-Ära beteiligt. Ein Streitwagen aus der Shang-Dynastie. Er wurde mit Pferden in einem Grab gefunden. Und einem Menschen.
Ist dies hier also eine Totengrube? Eine Grube für Streitwagen, nicht unbedingt für Menschen. Der Streitwagen passte nicht ins Grab des Wagenlenkers und bekam deshalb eine eigene Stätte. Wer war dieser Mensch? Vermutlich der Reiter. Und warum wurde er hier begraben? In der späten Shang-Dynastie gab es immer noch Sklaven und auch Menschenopfer. Wenn ein Meister zu Tode kam, mussten seine Sklaven ebenfalls sterben und begraben werden, damit sie ihm auch nach dem Tod dienen konnten. In der Kultur der Shang waren Menschenopfer also üblich. War es bei den Shu ähnlich? Fachleute gehen von engen kulturellen Verbindungen zwischen den Shang und den Shu aus. Die Völker standen wohl in regelmäßigem Kontakt. Wenn das stimmt, haben die Shu ihre Götter mit Menschenopfern gnädig gestimmt? Als nächstes sehe ich mir 3000 Jahre alte menschliche Überreste an, die in einem der Gräber der Shu gefunden wurden. Sie haben wirklich interessante Stücke hier. Herr Kun Yu ist forensischer Anthropologe und untersucht Knochenfragmente, um das Wissen über die Shu zu erweitern. Sie erforschen unter anderem die Gräber von Jinja. Was haben Sie über die menschlichen Überreste dort herausgefunden? Zwei Aspekte sind besonders interessant. In manchen Gräbern waren die Männer zwischen 25 und 30 Jahre alt. Sie wurden mit Waffen begraben. Deshalb vermuten wir, dass sie in kriegerischen Kämpfen zu Tode gekommen sind. In anderen Gräbern liegen die Menschen mit dem Gesicht nach unten. Die Hände sind auf den Rücken gebunden. Vielleicht waren das Kriegsgefangene oder sie kamen bei einem kultischen Ritual ums Leben. Sie sehen aus wie die Statuen in Jinja. Wurden die Toten in den Statuen dargestellt? In den letzten Jahren haben chinesische Archäologen Gräber mit mehr als 2000 menschlichen Knochen freigelegt. Königsgräber sind das jedoch nicht. Trotzdem glaube ich, dass diese Gräber wichtige Hinweise zu den Shu geben. Und auch darüber, ob sie Menschen geopfert haben. Um das herauszufinden, muss ich unter die Toten gehen. Was mir als erstes auffällt, sind die verzierten Objekte, die zusammen mit den Toten begraben wurden. Das sind ganz unterschiedliche Objekte. Welchen Zweck hatten sie? Hier liegen viele Artefakte aus Jade und Stein. Viel kleiner als die, die man gewöhnlich sieht. Vielleicht wurden sie extra dafür angefertigt, um mit den Toten begraben zu werden. Das kam häufig vor in der Kultur der Shu. Daraus folgt, dass die Person in diesem Grab einen höheren sozialen Status besaß als die anderen daneben. Vielleicht war sie sogar adelig. Denn bei den Adligen der Shu war es üblich, die Toten mit wertvollen Gegenständen zu begraben. Gehörten dazu auch Sklaven? Als Archäologin habe ich gelernt, auf spezielle Details zu achten. Jedes einzelne Knochenfragment zählt. In einem der Gräber fällt mir etwas Besonderes auf. Oh my goodness. Da ist noch jemand. Ein zweites Skelett. Ja, er hält seine rechte Hand ungefähr so. Das sind nachweislich Menschenknochen, ein Schienbein, um genau zu sein. Ein Beinknochen?
Ja, das Schienbein. Das Skelett darunter ist nicht vollständig. Wenn es ganz begraben worden wäre, hätte es mehr Platz gebraucht. Man hat das Opfer also schon zerlegt, bevor es unter diesem Mann mit hohem Status begraben wurde? Ja, es scheint so. Dieses Skelett war wohl von einer hoch angesehenen Person bei den Shu. Sie wurde mit den Überresten eines anderen Menschen begraben, die rechts unter dem Skelett zu sehen sind. Archäologen sind gewöhnlich offen für alternative Erklärungen. Menschenopfer wurden definitiv lange vor der Jinja-Kultur praktiziert. Zum Beispiel in der Shang-Dynastie, in der Zentralebene. Aber ich glaube trotzdem, dass hier etwas Einmaliges vorliegt. Für die Shu hatten Opfer in jeder Form eine große Bedeutung. Aber wem haben sie die Opfer dargebracht? Ein wichtiger Hinweis? Ein Fund der Archäologen förmlich die Sprache verschlägt. Eine dünne Goldfolie. 12,5 cm im Durchmesser und 0,2 mm dick. Zusammengeknüllt wie eine Kugel. Es hat mehrere Jahre gedauert, bis Fachleute die Folie wieder in die heutige Form bringen konnten. Der Sonnenvogel ist der wichtigste Fund von allen. In der Mitte sieht man die Sonne, um sie herum vier Vögel und dann Lichtstrahl. Wang Yi kümmert sich um die antike Hinterlassenschaft der Shu. Er war Leiter der archäologischen Teams an den Ausgrabungsstätten von Jinja. Seinen Recherchen zufolge waren die Shu ein kulturell hochentwickeltes Volk. Schönheit spielte in dieser Kultur eine große Rolle. Wir wissen noch nicht genau, was die Sonne und der Vogel bedeuten, aber es ist bekannt, dass die Shu den Sonnengott angebetet haben. Daher stammt die chinesische Redewendung, im Königreich Shu bellen die Hunde, sobald sie die Sonne sehen. Sie sehnten sich zutiefst nach der Sonne. Die Faszination für die Sonne kommt nicht überraschend. Das ist Chengdu an einem normalen Tag, bewölkt und neblig. Für die Shu heißt Sonne Leben, da sie eine reiche Ernte garantiert. Ohne Sonne drohen Hunger und Tod. Vielleicht ist das die Erklärung für die Opfer in Jinja. Sie sollten dem Sonnengott huldigen. Aber haben die Shu nur die Sonne verehrt? Wang vermutet ein komplexes Glaubenssystem und geht davon aus, dass sie mehrere Götter verehrt haben. Die Shu haben den Austausch mit den Göttern sehr kultiviert. Die Göttervielfalt war Teil ihres Glaubens. Sie verehrten Tiere wie Tiger und Elefanten, aber auch die Sonne, die Natur, Berge, Flüsse und den Mond. Kaum 50 Meter von der Opferstätte entfernt finde ich noch einen Hinweis, dass dies ein heiliger Ort war. Die Wurzel eines alten Banyan-Baums. Der Archäologe Zhu Zhanyi hält ihn für einen ganz besonderen Baum.
So einen Baum habe ich noch nie gesehen. Was macht ihn im Vergleich zu anderen zu etwas Besonderem? Der Baum wurde im Bereich der Kultstätte nahe den Flüssen gefunden. Erzeugen sie harmonische Klänge, die vielleicht als himmlische Musik gedeutet wurden. Der Baum diente als Mittler zwischen Himmel und Erde. Er verband das Volk der Shu mit ihren Göttern. Heute sind nur noch Reste der Wurzeln erhalten. Ob an diesem Baum auch Menschen geopfert wurden? Zur Klärung dieser Frage fahre ich nach Sangjingdui. Ich sehe mir einen Fund an einem Ort an, der 100 Jahre älter ist als Jinja. Hier lebten einst die Vorfahren der Shu. Dieser Ort war um 1500 vor Christus das Machtzentrum des Shu-Königreichs. Und wurde Ende der 1980er Jahre entdeckt. Wie Jinja ist auch diese Ausgrabungsstätte heute ein Museum. Ein besonderes Artefakt soll Aufschluss geben über den Glauben der Shu. Eine 4 Meter große Bronzeskulptur. Der heilige Baum von Sanjingdui. Dieser Opfergegenstand lag tausende von Jahren unter der Erde. Der ist ja großartig. Absolut außergewöhnlich. Was genau ist das? Wir sehen hier einen der größten und aufwendigsten Bronzebäume der Welt. Er ist vor 3000 Jahren entstanden. Er symbolisiert die Verbindung zwischen Himmel, Erde, Menschen und Göttern. Vermutlich war er der Mittelpunkt der kultischen Rituale in Sanxingdui. Gibt es eine Beziehung zu dem Baum in Jinja? Es gibt tatsächlich eine Verbindung. Der magische Bronzebaum wurde nach dem Vorbild echter Bäume angefertigt und diente der Verehrung. Früher hielt man Bäume für den Ursprung des Lebens. Die Früchte schienen anzudeuten, dass auch die Götter in den Bäumen leben. Über die Bäume glaubte man, mit dem Himmel kommunizieren zu können. Die Menschen übergaben deshalb ihre Wünsche an die Bäume. Professor Zhao glaubt, dass die Shu heilige Objekte an die Bäume gehängt haben, um ihrem Glauben Ausdruck zu verleihen. Unter diesen Objekten sticht eines ganz besonders hervor. Eine riesige Bronzemaske mit großen Ohren und hervortretenden Pupillen. Sie gehört zu den berühmten Bronzemasken von Sanjingdui. Diese beeindruckende Skulptur hatte bestimmt eine besondere Bedeutung für die Shu. Wozu hat sie gedient? Das ist die große Maske. Sie weist menschliche Züge auf, symbolisiert aber einen Gott. Wir haben viele ähnliche Statuen in Sanxingdui gefunden. Manche sind so groß wie ein Mensch, andere noch viel größer. Diese Masken wurden nicht von Menschen getragen. Vermutlich hat man sie an Bäume oder Gebäude gehängt. In Sanjingdui wurden 3 dieser großen Masken ausgegraben. Wahrscheinlich waren es Opfergaben, wie die kostbaren Artefakte in Jinja. Sie hatten offenbar eine große Bedeutung für die Shu. Eins ist mir aber noch nicht klar. Wen stellt diese Bronzemaske dar? Die Sanjingdui-Masken werden in China mit 2 Eigenschaften in Verbindung gebracht.
Zhangli-Zhang sind Augen, die 1000 Meilen weit sehen können. Die Ohren nennen wir Zhao Feng Er. Sie flattern im Wind. Beide gelten als positive Gesichtszüge bei der Beschreibung einer Person. War diese Maske der König, dem die Shu Opfer dargebracht haben? Oder ein Schamane? Oder gar ein Gott? Vielleicht liefert diese kleine verzierte Figur aus Jinja die Antwort. Sie ist nur 15 cm groß und trotzdem von imposanter Statur. Die breiten mandelförmigen Augen sind weit geöffnet. Hinten trägt sie einen langen Zopf aus 3 Strängen und auf dem Kopf einen runden Hut. Archäologen glauben, dass sie eine wichtige Person der Shu darstellt. War es ihr König, dem sein Volk wertvolle Gegenstände geopfert hat? All diese Fragen mit einer kleinen Statuette zu beantworten, ist nicht leicht. Ich sehe mir dieses Artefakt jetzt mit moderner Technik an. Moderne Technik fasziniert mich. Welche Antworten kann sie liefern, die für Archäologen nicht zugänglich sind? Manche Objekte sind zerbrochen und müssen dann restauriert werden. Wir scannen sie ein, setzen sie zusammen und sehen dann, was noch fehlt. Diese Bronzefigur scheint etwas gehalten zu haben. Was könnte das gewesen sein? Und vor allem, wer war diese Figur? Ich fahre wieder nach Sanjingdui, wo es eine ähnliche Statue geben soll. Allerdings in einem anderen Maßstab. Ich treffe mich nochmal mit Professor Zhao. 1986 hat er mit anderen Archäologen diese vergleichbare, aber viel größere Bronzestatue ausgegraben. Welche Rolle spielte sie für die Shu-Kultur? Sie gehört zu den größten Bronzefiguren, die vor mehr als 3000 Jahren entstanden sind. Sie ist verziert und steht auf einem Podest. Das unterstreicht den besonderen Status der Person. Vermutlich ist das ein Schamane, der Menschen und Götter verbindet. Er nimmt bei den Kulten in Sanxingdui den höchsten Rang ein. Was hält er in den Händen? Darüber wird noch diskutiert. Die einen glauben, es war Jadeschmuck, die anderen vermuten einen Stab für Rituale. Vielleicht war es auch ein Stoßzahn. Oben ist der Rand ja breiter als unten. Auch die gebogene Form spricht dafür. Stoßzähne waren bei solchen Zeremonien übliche Artefakte. Die große Bronzestatue in Sanjingdui und die kleinere in Jinja hatten wahrscheinlich denselben wichtigen Status. Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sie eine Person mit göttlicher Macht darstellen. Ein Schamane mit direkter Verbindung zum Himmel. Oder vielleicht ein König und Herrscher der Shu. Die Shu haben keine Schriftzeugnisse hinterlassen. Die spärlichen Informationen stammen aus den alten Chroniken der Huoyang, die 1000 Jahre nach dem Untergang der Shu verfasst wurden. Diesem Text zufolge hieß der erste König der Shu Zhang Zong und hatte hervorstehende Augen. Ein Merkmal, das nur Götter aufwiesen. Jetzt wird mir einiges klar. Die Aspekte von göttlicher Verehrung und Königtum finden hier zusammen. Der Herrscher der Shu war nicht nur ihr König, sondern auch Gott.
In dieser Doppelfunktion übte er großen Einfluss auf seine Untergebenen aus. Hat er so für den enormen Reichtum seines Volkes gesorgt? Können auch die in Jinjiang geopferten Gegenstände in diesem Zusammenhang gedeutet werden? Das Sichuan-Becken gehört seit jeher zu den wohlhabendsten Gebieten in China. Es gibt große Vorkommen an Kupfer, Silber, Zinnober und Edelsteinen. Wir nennen es sogar das Paradies auf Erden. Die Bodenschätze sind Grundlage des Reichtums im Sichuan-Becken. Das gilt besonders für das kostbarste aller Metalle, Gold. Mama, 2007 stoßen Archäologen in Jinjiang ebenfalls auf Gold. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bis dahin hatte man in Nordchina keinerlei goldene Artefakte gefunden. In Jinjiang wurden dann aber mehr als 300 goldene Objekte freigelegt. Einer der größten Funde in ganz China. Ein Objekt ist besonders geheimnisvoll. Ich wasche das kurz ab. Wenn keine Worte zu sehen sind, ist das eine Figur. Ich bin sprachlos. Wunderbar. Ist das eine Nase? Eine goldene Maske. Masken wurden seit jeher in allen ethnischen Gruppen Chinas verwendet. Sie dienten der Kommunikation mit den Göttern, um Segen zu erbitten, Geister zu vertreiben und Krankheiten abzuwenden. Eine goldene Maske konnten sich aber nur die Reichen und Mächtigen leisten. War sie ein spirituelles Objekt des göttlichen Königs? Hat er sie bei Opferritualen getragen? Welche Funktion hatte diese Maske? War sie Teil der göttlichen Verehrung des Königs? Forscher gehen davon aus, dass die goldenen Masken eine höhere Bedeutung als andere hatten. Mit dieser Maske hat sich der König vielleicht in den mächtigsten aller Zauberer verwandelt und war so in der Lage, mit dem Himmel zu kommunizieren. Diese Funktion der Maske ist etwas ganz Besonderes. Wenn der König die Maske aufsetzt, wird er zu Gott. In Jinjiang stoßen Archäologen auf einen weiteren unerwarteten Fund. Den darf ich gleich in Augenschein nehmen. Das größte Elfenbeinlager der Welt. Sie trägt eine spezielle, nur hier erfundene Mixtur auf, weil alle alten Stoßzähne so behandelt werden. Ein Bestandteil dieser Mixtur ist ein Protein. Das Elfenbein muss stabilisiert werden, weil es sonst splittert. Dieses Elfenbein lag mehr als 3000 Jahre unter der Erde. Daher ist es sehr spröde und muss sorgfältig behandelt werden. Der längste Stoßzahn misst 1,85 Meter.
Warum aber diese Mengen von Elfenbein? War es das höchste Opfer für die Götter? Ich frage nochmal Professor Wang. Sie zeigt mir ein Jadeschwert mit einer seltsamen Schnitzerei. Das ist ein sehr interessantes Stück. Vor allem dieses Muster. Was ist das? Das ist das Jade-Sang. Einmalig an diesem Stück sind die geschnitzten Abbildungen einer Person auf beiden Seiten. Was macht diese Person? Sie kniet und trägt einen Stoßzahn auf der Schulter. Ein Mann im Profil. Er trägt einen kurzen Rock und hat eine Maske vor dem Gesicht. Und er hält einen Elefantenstoßzahn über seiner Schulter. Das könnte die bildliche Darstellung eines Rituals sein, bei dem der Schamane Stoßzähne trägt. Eine mögliche Erklärung für die ungewöhnliche Menge an Stoßzähnen in Jinja. Allmählich fügen sich die Puzzleteile zu einem Bild. Die beispiellosen Funde von Elfenbein, Jade und Gold sprechen für den Reichtum und Wohlstand in Jinja. Das spirituelle Volk war tief in seinem Glauben verwurzelt. Eine Frage bleibt aber noch offen. Warum ist es untergegangen? Bis heute können weder Historiker noch Archäologen eine endgültige Erklärung geben. Eine Theorie geht von einem Erdbeben aus. Ein solches, wie es 2008 in Sichuan stattfand. Eine der verheerendsten Naturkatastrophen in der Geschichte Chinas. Mehr als 80.000 Menschen kamen ums Leben. Unzählige verloren ihre Häuser. Eine Erinnerung an die unbeschreibliche Kraft der Natur. Wenn Jinja vor 3000 Jahren tatsächlich von einem derartigen Erdbeben getroffen wurde, hätte es das ganze Volk ausgelöscht. Aber nicht alle Experten unterstützen diese Theorie. Der Historiker und Archäologe Ling Xiang befasst sich seit Jahrzehnten mit den Shu. In diesem Gebiet gab es bekanntermaßen auch früher schon Erdbeben. Glauben Sie, dass ein Erdbeben den Untergang der Shu verursacht haben könnte? Ich habe zu früheren Erdbeben in Chengdu recherchiert. Die Stärke lag meines Wissens nach immer unter 7 auf der Richterskala. Jinja wäre dadurch kaum beeinträchtigt worden. Er glaubt, dass der Niedergang der Shu auch anders erklärt werden kann. Wir fahren an einen Ort, der 35 Kilometer von Jinja entfernt ist. Das ist der Minjiang. Er versorgt die Chengdu-Ebene mit Wasser. Starker Regen führt zu Überschwemmungen. Trockenheit verursacht Dürre. An dieser Stelle hat man versucht, das Hochwasser zu regulieren. Dieser Fluss hat den Aufstieg der Shu ermöglicht und womöglich auch ihren Untergang herbeigeführt. Bei einer Überschwemmung wurde die damals blühende Hauptstadt Zhangjingdui vollständig von den Wassermassen verschlungen. Zumindest ist das eine plausible Erklärung für das, was vor 3000 Jahren hier geschah. Heute ist der Boden trockengelegt.
Dafür sorgt das Dujangjing-Bewässerungssystem aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Es ist das letzte dieser alten Systeme in China, das heute noch verwendet wird. So werden Überschwemmungen reduziert. Chengdu profitiert von fruchtbaren Böden und hat dadurch großen Wohlstand erworben. Im Zeitalter der Shu jedoch hätten die Fluten das Königreich in Kürze vernichten können. Haben die Shu dem Fluss Opfer gebracht, um ihn zu besänftigen? Wir haben Elefantenstoßzähne, Jade und Gold gefunden. Sie dienten hauptsächlich der Verehrung des Wassergottes, weil es hier oft zu Überschwemmungen kam. In rituellen Bräuchen baten sie ihn, nicht über die Ufer zu treten, damit eine reiche Ernte eingeholt werden konnte. Jetzt macht alles Sinn. Mit der Darbringung von Opfern haben sie verzweifelt versucht, den unberechenbaren Wassergott gnädig zu stimmen. Bis heute ist unklar, welchen Weg das Volk der Shu genommen hat, nachdem es Jinja verlassen hat. An vielen Stellen in Chengdu wird weiterhin nach möglichen Ausgrabungsorten gesucht. Da wird gearbeitet. So sieht eine Ausgrabungsstätte aus. Riesig. Moderne und Altertum an einer Stelle. Überall entstehen neue Häuser. Dieser Bereich gehört zu den letzten der Stadt, an denen noch Ausgrabungen im großen Stil durchgeführt werden können.